Jungs, was stimmt denn nicht mit euch? Ich denke, was kommt denn jetzt? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute aus Siede. Wir sind jetzt der 7. Tag hier in Siede gerade. Und ja, wir haben schon viele Sachen eingekauft und dachten uns einfach mal, machen wir einen kleinen Shopping-Haul für euch. Und ja, fangen wir mal an mit dem ersten Shirt. Das trage ich schon, das ist selbst das Givenchy-Shirt, nennt sich Monkey Brothers. Und ja, dafür habe ich insgesamt 20 Euro bezahlt. Und ich finde, dafür ist die Qualität eigentlich sehr gut. Auch die Qualität vom Print ist gut, also sieht nicht so aus, als würde sich nach dem ersten Waschen der Print lösen. Und ja, das Rottweiler-Tee von Givenchy gab es leider nicht. Und ja, deshalb habe ich mich für das Monkey Brothers Shirt entschieden und finde das auf jeden Fall schon mal recht gut. Ja, dann kommen wir zum zweiten Shirt. Das ist einmal das Off-White-Shirt. Ihr könnt das mal sehen. Ja, finde ich auch sehr schön. Das war ein bisschen teurer. Dafür habe ich insgesamt 30 Euro bezahlt. Und ja, die Qualität hiervon ist auch wieder recht gut. Überraschend gut, finde ich. Ja, auch mit den ganzen Details wieder. Die sind sehr schön drauf gedruckt. Jetzt hier zum Beispiel Heavy, finde ich, macht auch wieder einen sehr guten Eindruck. Auch die ganzen schwarzen Punkte sind nicht drauf gedruckt, sondern eher gefärbt. Sonst sind eher gefärbt. Und ja, das kann ich euch auch noch empfehlen. Kommen wir zum nächsten Teil. Das sind dann zwei Kenzo-Shirts jetzt, die ich mir noch geholt habe. Seht ihr schon direkt das typische Kenzo-Logo, den guten Tiger. Und ja, ich wollte mir einfach nur mal was in Camouflage holen. Und das war bis jetzt das günstigste Shirt mit 20 Euro. Also ihr seht, alle Shirts waren recht teuer, aber ich habe mich immer für eine recht gute Qualität entschieden. Also es gibt auch schon Shirts für, sage ich mal, 5 Euro, aber die sahen überhaupt nicht gut aus und auch von der Qualität waren die echt nicht gut. Und ja, hier hat mir besonders das Camouflage gefallen von Kenzo. Und ja, auch der Stoff ist wieder sehr gut, mit der Stickerei auch sehr hochwertig. Und ich finde, da hat sich das Geld auf jeden Fall für gelohnt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es fandet. Kommen wir zum nächsten Kenzo-Shirt. So, das ist auch wieder sowas Ähnliches, typisch von Kenzo. Einmal die große Stickerei vorne auf dem T-Shirt. Hier auch ist wieder der Stoff wieder sehr angenehm. Also der ist, ist auf jeden Fall aus Baumwolle und relativ leicht. Das heißt, besonders hier gerade angenehm zu tragen. Wir haben jetzt hier abends immer so 30 Grad. Da kann man das auf jeden Fall gut tragen. Und auch hier ist wieder die Stickerei sehr hochwertig gemacht. Das heißt, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. So, dass es nicht wieder beim ersten Waschen kaputt geht. Und ja, dann habe ich mir noch ein Shirt geholt. So, dann kommen wir schon zum letzten T-Shirt. Das ist einmal das Logo-T-Shirt von Gucci. Und ja, auch hier ist wieder besonders der Print wieder in relativ guter Qualität. Das heißt, ihr braucht euch keine Gedanken machen, dass beim ersten Waschen der Print sich löst. Und ja, außerdem, das Shirt ist wieder sehr angenehm zu tragen, aus dem schönen Baumwollstoff. Und ja, das Besondere an diesem Shirt ist außerdem, dass ihr das so normal bei Gucci gar nicht kaufen könnt. Das heißt, ihr müsst mindestens eine bestimmte Mindestmenge bei Gucci kaufen, damit ihr das überhaupt erwerben dürft. Und ja, das macht das T-Shirt so besonders. Außerdem auffällig ist die schönen Details an dem Shirt, wie zum Beispiel jetzt der Distressed-Kragen hier oder auch die Distressed-Ärmel. Sind auch sehr schön gemacht, weil das gleiche Shirt gab es zum Beispiel auch relativ günstiger für zum Beispiel 15 Euro. Da war das Shirt aber entweder in einer schlechten Qualität oder die ganzen Details, wie zum Beispiel jetzt der Distress-Kragen, die waren auch sehr schlecht gemacht oder überhaupt gar nicht vorhanden. Deshalb achtet am besten da auch, dass die Details vorhanden sind und damit ihr auch lange Freude an dem T-Shirt habt. So, dann kommen wir nun zum letzten Teil. Das ist einmal der Rucksack hier. Der hat mich direkt auf den ersten Blick begeistert. Der Rucksack ist von Chanel. Ist ja auch im Moment relativ populär
Und ja, auch hier wieder sehr schön gemacht. Die ganzen Details, wie zum Beispiel jetzt das Chanel-Logo oder auch der Anhänger hier. Ja, und dieser Chanel-Rucksack, der hat mich insgesamt 50 Euro gekostet. Und was ich immer wichtig finde bei einem Rucksack, worauf ihr achten müsst, das sind die Reißverschlüsse. Und auch diese Reißverschlüsse funktionieren hier relativ gut. Das heißt, hier unten einmal der Reißverschluss läuft sehr gut. Da haben wir hier noch eine kleine Tasche. Oder auch hier oben die Hauptreißverschlüsse. Die funktionieren auch sehr gut. Dann habt ihr hier noch ein kleines Fach innen drin. Auch wieder mit einem kleinen Reißverschluss. Und mit einer kleinen Chanel-Gravierung, die jetzt nicht so gut gemacht ist. Die ist schon ein bisschen ausgebleicht. Aber das ist eine von wenigen Punkten, womit ich jetzt nicht ganz zufrieden bin bei dem Rucksack. Auf jeden Fall, auf der Rückseite erkennt man auch wieder, wie gut der gemacht ist. Besonders hier durch die Steppung, die dem Original schon sehr nahe kommt. Genauso wie dieses sehr extravagante Seil. Das könnt ihr theoretisch auch abmachen. Ja, könnt ihr entweder abmachen, damit Bergsteigen gehen, wie ihr möchtet. Auf jeden Fall, was ich auch sehr schön fand, war jetzt hier diese Teilung zwischen Kette und Stoff. Das lässt sich auch relativ angenehm tragen, muss ich sagen. Und ja, das ist nochmal ein Punkt, wo mir der Rucksack auf jeden Fall sehr zusagt in dieser Richtung. Und ja, hier sieht man auch nochmal schön gemacht, nochmal einen Anhänger mit dem Chanel-Logo eingraviert, eingestanzt in das Leder. Ja, und der Rucksack ist insgesamt sehr detailreich. Und ja, wenn man überlegt, dass der Originalrucksack von Chanel ungefähr 15.000 Euro kostet, denke ich, bin ich mit meinen 50 Euro schon ganz gut weggekommen. Und ja, wenn ihr wollt, dann zeige ich euch jetzt noch ein paar Bilder, ein paar Nahaufnahmen von den ganzen Teilen. Und danach erzähle ich jetzt nochmal der Lukas was zu seinen Shirts, die ihr gekauft habt. Und ja, erstmal viel Spaß dabei. Leute, ich habe mir auch was in der Türkei hier geholt. Einmal ist es dieses Supreme Louis Vuitton T-Shirt, was momentan ja sehr im Hype ist, was ich meine auf eBay, ich glaube um die 7.000 Euro kostet. Das habe ich hier für, ich meine, 30 Euro bekommen, also recht günstig. Qualität ist auch recht super. Hinten im Nacken gibt es auch noch ein paar Details, aber die zeigen wir euch dann noch gleich. Dann habe ich einmal mir auch noch ein Givenchy T-Shirt geholt. Und zwar dieses mit den Brandlöchern. Dieses hier hat auch eine echt gute Qualität, auch von den Löchern her. Und hier im Nacken Givenchy Paris steht alles drauf. Hinten ebenso Brandlöcher. Hier das Givenchy gewöhnliche Kreuz, wie man so gerne sagt, von den Nähten. Und ja,
Das hat mich, ich meine, 25 Euro gekostet. Dann habe ich mir noch ein Moschino-T-Shirt geholt. Moschino Milano mit den zwei Fragezeichen. Das hat mich 25 Euro gekostet, ist auch wirklich sehr gut verarbeitet. Und kennt man vielleicht von Shindy, der hat das auch mal ein paar Mal getragen. Ich meine zu dem Song mit Ali von Bitch. Und ja, dann habe ich mir noch ein zweites Supreme-T-Shirt geholt. Mit Comme des Garçons zusammen, die Collabo. Wir haben dieses gute Stück, leicht zerknittertes Box-Logo mit Comme des Garçons-Shirt-Schriftzug mittendrin. Das hat mich 30 Euro gekostet, hinten ganz schlicht. Und ja. Ja, dann kommen wir zu meinem Lieblingspiece. Hier habe ich mir in der Türkei bei 35 Grad einfach mal eine Jogginghose geholt von Stone Island. Die habe ich mir in der Größe XL geholt, ist in Khaki-Farben. Fällt wirklich sehr gut, ist wirklich sehr gemütlich. Hat hier natürlich auch das obligatorische Stone Island Wappen, sage ich mal. Und macht qualitativ eine sehr gute Verarbeitung. Hinten auch noch mit einem Druckknopf, wo auch der Schriftzug drin steht. Auch mit sehr schönen Hosentaschen hier an den Seiten. Und ja, dann habe ich mir noch das Gucci-T-Shirt geholt. Und ja, dazu hat euch ja Alex schon was gesagt. Ich meine, es war mit der Collabo mit A$AP Rocky zusammen. Und das gibt es eben so nicht zu kaufen. Man braucht einen bestimmten Warenwert bei Gucci, dass man dieses T-Shirt dann auch noch dazu erwerben kann. Also es gibt es nicht kostenlos dazu, sondern man muss es dann auch noch wirklich dazu kaufen. Und dann habe ich mir auch noch dieses Givenchy T-Shirt geholt mit den zwei Affen. Ja, hat mich auch 25 Euro, glaube ich, gekostet. Macht wirklich einen sehr guten Eindruck. Und hinten eben auch mit dem obligatorischen Givenchy Nähkreuz hier hinten. Okay, das war's auch hier mit dem Video aus der Türkei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier auf dem Kanal. Und jetzt folgen noch ein paar On-Body-Bilder von mir. Pisse, Alter.